Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Alien Crossfire. Schön, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt. Ja, ich glaube, mit dieser Runde bin ich sowieso fertig. Das heißt, ich klicke erstmal auf nächste Runde und dann, wenn ich meine Inseln der Tiefe endlich fertig habe, das heißt so 3 oder 4 Stück werde ich davon bauen. Und dann werde ich hier mal ein bisschen Unfrieden stiften und hoffentlich relativ schnell, ich weiß nicht, das ist immer sehr schwer zu erkennen, welcher von diesen beiden hier Ma ist und welcher davon der andere ist. Werde hoffentlich relativ schnell mindestens einen der beiden in den Boden stampfen können. Die Spartaner greifen die Gläubigen an, das finde ich super. Gläubigen kann ich nämlich nicht leiden. Wir kriegen dreifache Energie nächste Runde in allen Basen. Das kann Production ich sehr complete. leiden. Kriegen einen Supply Crawler, das interessiert mich Production weniger. complete. Und ihn hier stelle ich hier gerade mal auf Wache. Terraform complete. Hier kann ich gegen das Boot leider nicht viel machen, weil ich halt selber nichts dabei habe. Ich gucke gerade mal. Ja, das ist auch nur das Trans. Ach so, das ist ein Former. Ach, der fährt seinen Former hier hin, weil er hier irgendwo eine Basis gebaut hat und das ist vermutlich im Einzugsbereich seiner Basis. Am besten lasse ich den Former einfach stehen, dann verbessert der nämlich auch gleich meine Basis mit. Und dann nehme ich seine Basis einfach ein und dann vernichte ich erst den Former, wenn er hier fertig ist mit was auch immer der hier tut. Wie sehen es denn aus mit meinen Inseln der Tiefe? Eine habe ich hier. Eine hier übrigens, also dass ich jetzt so viel Energie mache, das liegt halt einfach daran, dass ich das dreifache Energieaufkommen habe. Habe ich irgendwo Einheiten nicht bewegt? Ja, hier unten zum Beispiel den Psychovirus. Wenn ich das nicht weiß, welche Einheiten ich noch nicht bewegt habe, dann klicke ich einfach auf Runde beenden. Dann kommt nämlich, wenn ich Einheiten noch nicht bewegt habe, ja, sicher, dass sie die Runde beenden wollen. Sie haben noch Einheiten nicht bewegt und eine der nicht bewegten Einheiten wird dann tatsächlich aktiviert. Aber, Moment, ich gucke gerade mal. Ja, hier habe ich momentan nur ein Psychovirus drin stehen, aber egal. Ich stationiere den einfach mal hier, den kann ich auch später noch. War da drin? Ach, ein Monolith scheinbar. Kann ich doch gleich hier eigentlich das Ganze auf den Monolithen verlegen. Dann mache ich mit dem Former direkt mal die nächste Kapsel auf. Aber da bin ich leider nicht reingekommen in das Feld. Weil der nicht die volle Bewegung hatte. So, hier habe ich einen weiteren Former gebaut. Hier werde ich nochmal das Land ein bisschen anheben, damit ich diese kleine Insel hier an mein Straßennetzwerk später noch anschließen kann. Und genau dasselbe werde ich hier auch machen. Dann kann ich die eine Insel da nämlich noch bevölkern. Was ich hier noch machen wollte, ist, ich wollte jede meiner Einheiten hier nochmal auf einen der Monolithen drauf schicken. Falls irgendeine Einheit noch nicht durch Monolithen befördert wurde, wird sie das dann auf jeden Fall, oder zumindest wird sie repariert werden. Und dann fahre ich mal mit meiner Insel der Tiefe wieder dahin. Kann dann da eventuell, ich gucke mal, ob ich hier die Insel der Tiefe vielleicht sogar einnehmen kann. Das wäre natürlich total super. Und hier kann ich einfach gegen den momentan Complete. nichts machen. Und dann beende ich meine Runde mal direkt. Production complete. So, eine Insel der Tiefe tatsächlich selber gezüchtet und ich kriege, obwohl da immer stand nächste Runde, ich glaube, das geht für mehrere Runden, dieses Event. Hier habe ich momentan, ja, der nimmt jetzt Production nämlich die complete. Patrouille mit. Wenn ich jetzt die Insel der Tiefe da losschicke und mit den ganzen Projekten, die ich momentan habe, sind meine Psychoviren, die ich produziere, sind halt einfach schon dann fett, wenn ich sie produziere. So, den hatte ich eben aktiviert, damit ich ihn auf H stellen kann, statt auf L. Das hatte ich nämlich eben komplett vergessen. Den Psychovirus, den ich hier produziert habe, könnte ich rein theoretisch nochmal auf den Monolithen drauffahren. Dann wäre der fast schon auf seiner maximalen Stufe, glaube ich sogar. Aber das spare ich mir einfach. Das sind so die Arbeiten, die man sich nicht unbedingt machen muss. Ich meine, ich könnte auch Wegpunkte setzen und sagen, der fährt erst dahin und dann wieder zurück. Da müsste ich mich darum nicht groß kümmern. Aber andererseits ist mir das auch nicht so wichtig, dass sie nun wirklich die optimale Stufe haben. Recovered. So, die Sonarkapsel hat mir leider nicht so super viel gebracht. Mache ich als nächstes mal die Kapsel da auf. So, hier wollte ich einen Fluss machen. Fluss kann ich aber besser hier eigentlich in diesem Feld machen. Terraform complete. Weil dann ist nämlich noch hier Platz noch für einen Fluss. Dann habe ich, glaube ich, alles, was Flüsse angeht, relativ optimal ausgenutzt. Viel mehr kann ich dann nicht machen. Ja, den lasse ich hier stehen.
wenn ich das nächste Geheimprojekt dort initiiere, dann habe ich da ein bisschen bessere Karten. So, der Former sollte hier noch die Kapsel aufmachen. Energy Resources. Da war sowohl ein Unity Rover drin, den ich überhaupt nicht gebrauchen kann eigentlich, als auch ein paar Energieeinheiten. Oh, und das ist natürlich... Ja, keine Energieeinheiten, sondern eine Energieressource. Das ist natürlich super gut. Das kann ich sehr gut gebrauchen, tatsächlich. So, mache ich mal das Teil auf. War eine Sonarkapsel, das bringt mir nicht besonders viel. Und ich fahre das Boot mal nach hier, dann kann ich da nämlich gleich einen Former einladen und kann den da oben auf die eine Insel fahren. Das wollte ich ja sowieso schon lange mal machen. So, der hier ist jetzt vermutlich befördert. Der kann sich insgesamt auch 6 Felder bewegen, was relativ viel ist. Weil die Fungusfelder ja als Straßen zählen inzwischen. Er ist maximal befördert. Ich nehme den noch mit und dann lasse ich den Sporenwerfer lasse ich dann hier. So, den konnte ich leider nicht einnehmen, aber zumindest habe ich 60 Energieeinheiten dazu gekriegt. Ich habe jetzt so unglaublich viele Energieeinheiten, weil eben dieses komische Ding aktiv ist. Bei dem ich mehr Energieeinheiten pro Runde bekomme. Ja, den Psychovirus brauche ich hier eventuell noch als Wache. Ansonsten könnte ich schon mal anfangen, Psychoviren einzuladen, um hier dann anzulanden mit den ganzen Psychoviren. Und da auch noch ein bisschen Terror zu schieben. Die Insel der Tiefe hier ist in 5 Runden fertig, das dauert mir alles ein bisschen lange. Request confirmation. Aber 225 Energieeinheiten ist natürlich auch eine ganze Menge. Egal. Gebe ich aus. Und dann kann ich gleich in der nächsten Runde mal gucken, was hier tatsächlich mit den Überhangmineralien ist. Ansonsten ist alles fertig. Enemy Project initiated. Production complete. So, Psychoviren hier fertig. Begin with a function of arbitrary complexity. Feed it values. Sense data. Then take your results, square it, and feed it back into your original function, adding a new set of sense data. Continue to feed your results back into the original function ad infinitum. What do you have? The fundamental principle of human consciousness. Academician Prokhor Zakharov. The feedback principle. So, ich kann den Jagdalgorithmus bauen. Das ist ja was, wo ich schon lange, lange, lange Zeit drauf hingearbeitet habe. Leider kann ich hier momentan nichts erforschen, was es mir erlauben würde, das planetare Energienetzwerk zu bauen. Das hätte ich nämlich ganz gerne. Das ist nämlich dieses, was ich gesagt habe, dass ich eine gratis, dieses Gebäude, was ich nicht bauen wollte, in meinen ganzen Basen gratis bekomme. Da brauche ich Adaptive Economics. Das Adaptive Economics kann ich aber leider gerade aus irgendwelchen Gründen eben nicht auswählen. Das ist halt immer ein bisschen blöd. Ich weiß nicht, wonach sich das richtet, was ich an Forschung auswählen kann oder auch nicht, obwohl ich ja eigentlich schon alle Dinge, die ich dafür brauche, habe. In dem Fall werde ich aber ein Neural Grafting erforschen. Das ist nämlich noch sehr, sehr gut für meine ganzen Garnisonseinheiten. Und hier unten... Achso, hier ist der Psychovirus fertig geworden. Das heißt, hier kann ich direkt mal anfangen mit dem Jagdalgorithmus. Project initiated. So, und dann wurden nämlich meine ganzen Supply Pods, die ich hier gebaut habe, oder Supply Crawler, wurden aufgewacht. Und das heißt, ich kann die jetzt direkt nutzen, um hier Mineralien reinzupumpen, wie blöde, in mein Geheimprojekt. Production complete. Production complete. So, hier habe ich eine Garnison noch fertiggestellt. Da das relativ nah an Yang dran ist, müsste ich eigentlich hier noch eine weitere Garnison bauen, aber bevor ich das mache, haue ich gerade noch einen Recycling-Tank und eine Kinderkrippe raus. Und dann baue ich statt der Garnison auch einfach ein... Ne, Psychovirus macht hier relativ wenig Sinn, weil ich die erforderlichen Gebäude dafür eigentlich nicht habe. Dann baue ich eine normale Einheit als Garnison. Und Psychoviren habe ich ja hier direkt schon daneben stehen, das passt dann schon. So, noch eine Sonarkapsel, ja, das hat mir rein gar nichts gebracht. War ich gerade mal auf die Kapsel hier noch drauf. So, hier wollte ich einen Fluss bauen. Hier wollte ich, glaube ich, auch... Nee, hier wollte ich keinen Fluss bauen. Hier wollte ich... Wohl hier ein Fluss... Nee, ein Fluss passt hier nicht hin, weil hier schon einer ist.
Hier wollte ich Farmen und Solarpaneele bauen. Hier habe ich eine ganze Menge Supply Pots inzwischen. Ich guck mal, dass ich hier gerade meinen Hab-Komplex noch beschleunige. Und hier hätte ich 12 weniger investieren müssen, weil die ganzen Übermineralien sonst verfallen. Ist aber egal. Und ich mache danach direkt mit dem maritimen Kontrollzentrum weiter. Das ist nämlich auch, ja, nicht unbedingt super wichtig, aber es ist sehr praktisch. So, und hier kann ich gerade die ganzen aufgewachten, Shift D mache ich, ist übrigens der Hotkey dafür, die ganzen aufgewachten Supply Pots gerade umwandeln. Und dann bin ich hier schon relativ viel weiter mit dem Jagdalgorithmus. So, und jeder, der hier jetzt Supply Crawler produziert, der sendet die nicht nach Mir Lab, sondern sendet die nach University Base. Sollten eigentlich gar nicht so viel, ich glaube, 2 Basen produzieren momentan nur die Supply Crawler. Aber ich würde die Mineralien lieber in den Jagdalgorithmus als in das maritime Kontrollzentrum investieren. Der Jagdalgorithmus ist wesentlich wichtiger. So, du machst dich auch mal auf den Weg hier unten zu dieser Basis, die da unten sich vermutlich befindet. Und du fängst schon mal an, hier das Land anzuheben. Ich hoffe mal, dadurch werden wahrscheinlich die Seetangfarmen hier kaputt gehen. Aber das ist es mir wert. Ich könnte auch stattdessen das Land hier anheben und dann hier eine Straße nach da bauen. Das wäre wahrscheinlich besser. Vermutlich werde ich einfach beides machen. So. Und hier gleich auf der Energieressource baue ich natürlich sehr, sehr gerne noch einen Wald. Und der hier wird statt... Achso, wenn ich hier das Land anhebe, dann wird natürlich auch, was immer ich hier jetzt baue, wird dann auch drauf gehen. Ne? Das ist natürlich auch ziemlich ärgerlich. Dann fahre ich den Farmer lieber mal nach hier und baue hier gerade noch eine Tangfarm. So, und mit ihm weiß ich ja nun wirklich, weiß ich wirklich gar nicht, was ich da noch anfangen soll. Wirklich bringen tut er mir nichts. Das heißt, ich fahre den einfach mal hier in die Basis rein, löse den auf, um hier den Farmer zu beschleunigen. So, und den Sporenwerfer kann ich eigentlich auch überhaupt nicht gebrauchen. Das heißt, ich löse den einfach auf. So, und die ganzen Psychoviren warten hier erstmal, bis das Boot bis dahin gefahren ist. Und dann steigen die da ein. Und das war's auch schon mit meiner Runde. Ja gut, da will ich mich nicht weiter beschweren und die Runde beenden. Project initiated. So. Ihr steigt hier alle mal schön ein. Dann kann nämlich meine Insel der Tiefe gerade mal hier schön in diese Richtung weiterfahren. So, hier habe ich mein maritimes Kontrollzentrum angefangen. Das heißt also, ich aktiviere gerade mal die Supply Pots. Und Terraform complete. Habe vergessen natürlich hier das mit den Übermineralien zu überprüfen in der letzten Runde. Da soll mich jetzt nicht weiter stören. Und ich mache den Farmer hier einfach jetzt schon kaputt. Indigenous life forms. Schade, die konnte ich leider nicht einnehmen, die Insel der Tiefe. Ist aber nicht so schlimm, dadurch habe ich jetzt ein paar mehr Energieeinheiten, weil ich das Teil da zerstört habe. So. Hier habe ich eigentlich schon alles, was... Ich glaube, die Mineralienressourcen verschwinden, wenn ich das Land anhebe. Das ist halt ein kleines bisschen schade, aber da kann ich halt nichts machen. Der Farmer kann gleich mal hier in die Kapsel einsteigen. Oder in die, in das Transportboot einsteigen. Turn complete. Und das war's auch schon mit der Runde. Ah, die Runden vergehen wie im Flug. Vor allen Dingen jetzt, wo ich nicht mehr in jeder Runde wirklich auf jede Basis einmal drauf gucken muss, weil es jetzt nicht mehr ganz so wichtig ist, dass ich tatsächlich, dass ich null Runden verliere oder null Ressourcen verliere und so weiter. Ich baue hier einfach mal, kann ich hier sonst noch irgendwas Sinnvolles bauen? Skunkworks ist auf dieser Basis nicht sinnvoll, das hätte ich lieber auf einer Basis, die ans Wasser angeschlossen ist. Und der ganze Rest hier ist auch überhaupt nicht sinnvoll. Hab-Komplex brauche ich, glaube ich, noch nicht. Nee, noch lange nicht. Dann baue ich einfach ein paar Supply-Crawler. Production complete. Hier unten sind nochmal Psychoviren fertig geworden. Die kann ich eigentlich gleich in eine meiner Inseln der Tiefen einladen. Und damit ich hier eventuell, also in diesen 3 Basen werde ich jetzt vermutlich eine ganze Menge Einheiten früher oder später bauen. Ich fange erstmal mit der Aquafarm an, weil ich hier schon ein paar solche Dinge, wo ich die Aquafarm benutzen kann, tatsächlich in Reichweite habe. Aber danach werde ich Skunkworks bauen.
So, noch mehr Seeformer. Ja, sind jetzt nicht so super wichtig. Das heißt, ich mache hier erstmal mit einer Kinderkrippe weiter. Dann mit einem Erholungsgebiet, Biolab, Research Hospital. Und der Former hier macht einfach das Übliche. Hier habe ich den Spiegel gebaut und ich gucke gerade mal, ob der mir tatsächlich was gebracht hat. Ja, ich habe hier 6 Energieeinheiten aus meinen Solarkollektoren raus. Das ist extrem. Und das heißt nämlich, ich kann hier drunter direkt nochmal einen Solarkollektor bauen und hier drüber baue ich auch nochmal einen Solarkollektor und hier daneben auch. Das heißt, ich kriege da eine ganze Menge raus, also nicht 6, sondern weil das ein bisschen niedriger ist, ein bisschen weniger und weil hier nicht 2 Spiegel in der Nähe sind, auch ein bisschen weniger. Aber insgesamt kann ich damit, glaube ich, sehr, sehr zufrieden sein. So, hier wollte ich einen Wald pflanzen, obwohl ich hier natürlich auch ein Thermalbohrloch bauen kann. Momentan nützt mir aber ein Wald eigentlich mehr. Egal, ich baue ein Thermalbohrloch. Warum eigentlich nicht? Wenn ich das machen kann, kann auch immer sein, dass das Land da nicht flach genug ist. So, und der sollte hier in das Boot rein und das Boot fährt schon mal los hier in diese Richtung zu der Insel. Das Land hier ist flach, das heißt, der Wald wird sich früher oder später sowieso automatisch ausdehnen. Und ich kann hier nochmal anfangen, ein paar Flüsse zu bauen. Ich weiß nicht, wo hier noch Flüsse hinpassen. Hier habe ich, das heißt also in diesem Bereich hier und hier und hier. Das heißt, hier passt noch ein Fluss hin. Baue ich direkt den nächsten Fluss da. So, die Psychoviren hier, mit denen kann ich momentan nichts anfangen. Ich könnte die halt schon in die Inseln der Tiefe einsteigen lassen. Da habe ich gleich eine Polizeieinheit eventuell in der Stadt. Das Problem ist, genau, ich hätte auch nicht mit dieser Einheit sofort angreifen sollen. Ich hätte mit der leeren Einheit angreifen sollen. So, hier habe ich leider verkackt. Da hätte ich noch eine Runde warten müssen, damit ich hier die Insel der Tiefe versuchen könnte einzunehmen. Genau, die... Oh doch, die hat trotzdem verloren. Ich glaube, ich hatte hier... Nee, hatte ich nicht. Ich dachte schon, ich hätte vergessen, hier zu setzen, wo der hinfahren soll. Ich baue hier schon mal einen Solarkollektor. Und genau, der soll sich reparieren. Der könnte hier eigentlich einen Wald bauen. Der könnte auch genauso gut ein Thermalbohrloch bauen. Und der hier soll zu dieser Insel schön hinfahren. Gucken wir mal, was hier so sich ergibt. Der hat hier... Genau, der soll ein Gezeitenkraftwerk als nächstes bauen. Und hier lade ich gerade mal eine meiner Einheiten aus. Messen den Unity Rover, der hat ein bisschen mehr... Ich lade einfach mal alle aus. Dann habe ich, falls hier tatsächlich irgendwo ein Psychovirus drin ist, kann ich da ein bisschen mehr machen. Und da ist ein Scout-Chopper drin. Ich hoffe mal, den Scout-Chopper bekomme ich zu einer Basis zurück. Dass ihm nicht vorher der Sprit ausgeht. Sind insgesamt 9. Okay, das ist gut. Lufteinheiten funktionieren nämlich so, dass sie Sprit haben. Und je nachdem... Moment, ich muss gerade mal gucken. Ich nehme den mit der beschädigteren Insel der Tiefe, nehme ich den ein. Die Stadt, weil... Eine Einheit, die eine Stadt repariert, wird nämlich auf voll repariert. So, habe meine erste Basis eingenommen. Bin ich doch ganz zufrieden. Ist natürlich eine Unterwasserbasis. Und wenn ich eine Alien-Basis einnehme, dann sinkt die immer auf Level 1 runter. Das ist ein bisschen anders als mit anderen Basen. Andere Basen werden nämlich nur runtergesetzt um eine Stufe, wenn ich sie einnehme. Oder eben dann zerstört, wenn sie auf Stufe 1 waren vorher. Alien-Basen auf Stufe 1 werden auch zerstört. Alien-Basen auf jeder möglichen anderen Stufe werden auf Stufe 1 zurückgesetzt. Und normalerweise flieht der Rest der Bevölkerung dann in Koloniekapseln bei Alien-Basen. Bei anderen Basen, also bei menschlichen Basen ist das nicht so. Aber da die Basis erst auf Stufe 2 war, glaube ich, sind hier gar keine Koloniekapseln gespawnt. Kann auch sein, dass das bei Wasserbasen nicht der Fall ist. Und dass es deswegen hier keine Koloniekapseln gespawnt sind. Sieht so aus, als wäre hier alles okay in meinen ganzen Städten. Hier gerade mal 10 Runden für den Jagdalgorithmus. Ich glaube, den könnte ich inzwischen sogar schon beschleunigen. Die Aquafarm hier hat schon mehr als 10 Mineralien drin. Das heißt also, wir beschleunigen die direkt mal. Und hier muss ich
eigentlich 100.292 nur ausgeben. Ich glaube, das war sogar zu viel, aber ich habe die 10 Übermineralien noch mit eingerechnet, hoffe ich zumindest. Da könnte auch sein, dass ich das jetzt komplett verkackt habe. So, das hier ist gefährlich, weil ich nicht möchte, dass Deirdre vernichtet wird. So, hier habe ich meine Insel der Tiefe fertig. Besten ist vermutlich Skunkworks. Denn... Production complete. Achso, und hier unten habe ich meine Aquafarm fertig. Hab-Komplex brauche ich da noch nicht. Skunkworks kann ich aber bauen. Skunkworks ist zum... I think and my thoughts cross the barrier into the synapses of the machine, just as the good doctor intended. But what I cannot shake and what hints as things to come is that thoughts cross back. In my dreams, the sensibility of the machine invades the periphery of my consciousness, dark, rigid, cold, alien. Evolution is at work here, but just what is evolving remains to be seen. Commissioner Pravin Lal, Man and Machine. Ja, das kann man ein bisschen nachhallen lassen. Ich finde das Zitat sehr schön. Ich wollte genau gucken, dass ich das planetare Energienetzwerk irgendwie bauen kann, möglichst um es Yang noch wegzuschnappen. Ich hoffe mal, die Zeit reicht dafür noch. Yang sollte inzwischen eine relativ gute Industrie haben eigentlich. Also ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich bin mit beiden Aliens noch im Krieg. Das heißt also, ich kann diese Basis hier noch angreifen. Und das werde ich auch direkt machen. So, hier wollte ich einen Fluss machen, glaube ich. Terraform complete. Hier habe ich meine Insel der Tiefe auch noch zusätzlich fertig. Die fahre ich direkt mal nach hier. So, der Jagdalgorithmus ist in 6 Runden fertig. Den könnte ich inzwischen sogar schon beschleunigen. Und ich glaube, das mache ich einfach. Ich kann 32 insgesamt abziehen. Dann bin ich bei 192. Oh, habe ich mich verschätzt. Ist auch egal. So schnell muss der nicht fertig werden. Und hier wollte ich eigentlich gerade noch eine Farm bauen. So. Hier mache ich weiter mit dem üblichen Küstenprogramm. Der hier hat momentan nichts zu tun. Und hier kann ich keine Einheit mehr. Ja, ich hätte den noch nutzen können, um die Einheit da abzuholen, die dort übrig war. Soll ich da einfach... Ja, ich weiß nicht, was ich mit dem Transportboot jetzt an dieser Stelle wirklich anfangen soll. Ich fahre es erstmal nach hier unten und dann gucke ich, ob ich da vielleicht später noch ein paar Truppen einlade. So, hier fahre ich mal nach da und dann werde ich... Ah, hier ist der Fluss fertig, das ist auch schön. Mache ich jetzt hier ein bisschen mehr Energie. Dann ist hier alles getan, was hier jemals getan werden kann. Ich könnte hier noch ein Thermalbohrloch bauen, aber wirklich alles mit den Teilen zuzupflastern, so viel wie es geht, da hört dann der Sinn irgendwann auf. Ich könnte hier das Land noch ein bisschen erhöhen. Bringt auch nicht so super viel, weil ich eben hier schon meine Tankfarmen gebaut habe und weil ich unter Umständen dadurch die Thermalbohrlöcher zerstören würde. Das heißt also, hier auf dieser kleinen Halbinsel ist alles getan, was ich an Formarbeiten machen kann und will. Das heißt also, er kann jetzt hier in diese Richtung ein bisschen weiterfahren. Hier auf dem Hauptkontinent ist eigentlich auch schon alles getan. Hier kann, oder zumindest in diesem Bereich, was ich hier nochmal gucken kann, ist, ob hier irgendwo noch ein Fluss hinpasst. Also hier kann ich noch einen Fluss hinbauen, dann mache ich das doch. Und ihn hier parke ich gerade mal in der Basis. Und mit denen hier kann ich direkt schön wieder in meine Insel der Tiefe einsteigen. Achso, und den kann ich leider in dieser Runde noch nicht ausladen. So, der hier ist fast wieder fertig repariert, aber noch nicht ganz. Gucken wir mal, wie sieht es denn mit meinen Basen aus? Sieht so aus, als wäre hier tatsächlich alles in Lot. Das maritime Kontrollzentrum könnte ich eventuell sogar beschleunigen. Brauche ich aber nicht zu tun. Denn ich kriege den Jagdalgorithmus sowieso fertig, bevor ich anfangen kann mit dem planetaren Energienetzwerk. Das heißt also, ich kann das auch genauso gut in meiner Hauptbasis bauen. So, ich würde sagen, für diese Folge mache ich erstmal Schluss.
Wir sehen uns vielleicht in der nächsten Folge wieder und bis dann.